Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon und wir sind hier immer noch voll im Umzugsstress. Ich habe letztes Mal die Bilder aufgehangen, was ihr hier noch seht in der Oberfläche und dann wollen wir jetzt mal ein paar Sitzmöglichkeiten aufstellen, weil das mögen unsere Leute immer ganz gerne. Hier passt zum Beispiel dieser wunderschöne orangene Sessel hin. Der blaue Sessel, ganz in blau, der passt hier oben rein. Was haben wir noch? Einen grauen Sessel. Den können wir vielleicht hier unten noch reinstellen. Kann sich da einer gemütlich machen. Warum wir jetzt das Ganze machen, habe ich letztes Mal schon erklärt. Das ist hier so, die Leute wollen irgendwelche Gegenstände ja unbedingt haben. Und da ich mir natürlich nicht merken konnte, was welcher Kollege hier haben wollte, muss ich jetzt irgendwie hier alles reinsetzen. Sonst sind die total angepisst. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen setze ich jetzt einfach mal hier alles Mögliche rein. Zum Beispiel auch ganz tolle, überhaupt nicht zusammenpassende, bunte, kitschige 70er-Jahre-Sessel. Was manchmal eher den Eindruck eines Möbelhauses hat hier. Das blaue Schöne hier. Nicht zu verwechseln mit dem kleinen schwarzen. So, und dieser super Kuh-Sessel, der muss... Das ist Pflicht, der muss dabei sein. So, okay, jetzt haben wir doch schon davon auch alles Mögliche. Jetzt müssten wir nur noch unseren Aufenthaltsraum wahrscheinlich ein bisschen ausstatten. Aber das würde ich sagen, machen wir. Wir gucken erstmal, ob die jetzt alle soweit zufrieden sind. Frieden, zufrieden, zufrieden, zufrieden. Also bis jetzt haben wir alle zufriedengestellt und jetzt müssen wir nur noch ein paar Leute einstellen. So, wir gucken nochmal gerade kurz, weil ich das auch immer wieder vergesse für unsere... hier für die Qualitätssicherung, Game Design und Programmierung. Und ich glaube, hier war nur Game Design. Genau, da brauchen wir Game Design für die Forschung. So, Personal einstellen. Game Design, der hat will einen Sessel, den haben wir schon. Dann kann der hier rein. Und der möchte einen Waschtisch haben, den haben wir schon. Game Design, auch du bist dabei. Auch du bist dabei. Personal einstellen, dann nehmen wir einen Game Designer hier noch dafür und dann nehmen wir noch einen Programmierer hinzu. So, jetzt gucken wir mal, wie sind wir jetzt aufgestellt. Wir haben zurzeit auch keine Leute auf dem Arbeitsmarkt. Das kommt erschwerend hinzu. Tonstudio sind nur zwei, da sollten wir auf jeden Fall noch wen einstellen. Hier oben, das würde wahrscheinlich erstmal reichen. Ich mache jetzt mal ein bisschen hier vorwärts. Ansonsten wird kein neuer auf dem Arbeitsmarkt hinzukommen. Und wir könnten uns an ein neues Spiel machen. Wir können ja jetzt, das wissen wir vom letzten Mal noch, dann gehe ich nochmal eben zurück, wir können einen Nachfolger entwickeln. Und ich würde sagen, hier sehen wir alle Spiele, die wir bis jetzt rausgebracht haben. Und ganz gut ist ja definitiv Fußball Extrem gelaufen. Dann würde ich sagen, bringen wir das mal raus und nennen das aber Fußball Extrem 2. So, ach nee, mit dem Server wollen wir ja noch nicht arbeiten, haben wir gesagt. Und dann nehmen wir Fußballsportspiel Arcade, das ist eingestellt, klar, weil wir einen Nachfolger entwickeln. Drossel Engine 2000 Plus nehmen wir. Dann bringen wir das raus für, haben wir nur noch zwei Sachen? Ach guck, die anderen sind alle vom Markt verschwunden mittlerweile. Dann müssen wir Kits erwerben. Oh, hier, der Game Joy Color ist jetzt raus. 17,8 und die Pony Game Station 2. Ja, dann sollten wir die beiden uns mal kaufen, dass wir dafür unsere Spiele entwickeln dürfen. So, fangen wir an. Personal Computer, Game Joy Color, Pony Game Station und Pony Game Station 2. Haha, schön, so. Kopierschutz, ich glaube, ja, da können wir eigentlich alles hier killen und den HHV-Kopierschutz kaufen. Und den setzen wir natürlich auch ein. So, Optik setzen wir mal ein bisschen hoch. Story, die Spiellänge ist wichtig. Atmosphäre wollen wir haben. Spieltiefe, naja. Ja, da setzen wir hier hin. Ich glaube, das müsste alles okay sein. Priorität, das ist okay. Die Sprachen haben wir gesagt in allen. 2,44. Futures wählen. 23 von 20. Was soll denn das jetzt hier? Ich habe doch schon hochgesetzt. Hallo? Ich muss ja noch welche rausnehmen hier. Das kann doch nicht sein, oder?
Okay, die Joystick-Steuerung nehmen wir raus. Die Sprite-Technik und auch mehr Spieler per Splitscreen oder mehr Spieler per WLAN. Nee, Splitscreen brauchen wir auch nicht. Und wir müssen zur Bank. Und dann nehme ich jetzt mal gleich noch ein bisschen was auf hier. Das bringt sonst alles nichts. Dann stehen wir in 2 Minuten wieder an dieser Stelle. Okay. Fußball extrem? Nein, wir wollen keinen Messestand. Danke. Okay, dann gucken wir mal. Grafik verbessern. So, die sollen die allgemeine Grafikqualität verbessern. Handgezeichnetes Intro, hochauflösende Texturen, Filmreife zwischen Sequenzen. Ach, jetzt habe ich die Sprite-Technik rausgenommen. Okay, gut. Also wissen wir wirklich, was wir da machen müssen. Sound verbessern, allgemeine Klangqualität, realistisch, Bonustracks und atmosphärischen Ambient-Sound. Okay, danke. Dann arbeitet mal dran. In der Zeit gucke ich schon mal, ob wir noch Personal einstellen können. Nein, können wir zurzeit nicht. Ich bin auch nicht mehr im Pause-Menü, oder? Nee. So, ihr beiden könnt schon anfangen, gleich die Bugs zu entfernen, weil wir haben bei Fußball Extrem 2 schon wieder 7 Stück. Kaum angefangen, schon Bugs. Oh Leute, das kann doch nicht sein. Ich kann doch jeden nicht jetzt im Minus sein. Habe ich nichts aufgenommen? Boah. Alter. Ja, komm hier, 12,5. Also dann habe ich aber auch nicht mehr viel. Ne? Dann ist hier gleich Ende der Fahnenstange erreicht. So, die sind an den Bugs. Hier, ach, die können ja, der kann hier ein bisschen Fankampagne starten. Werbeanrufe, das hat jeder gerne, wenn die abends dann klingeln und sagen, haha, hier, wir möchten eine Umfrage machen und du kannst was gewinnen und ja, nach Feierabend doch immer eine schöne Sache. So, ich brauche Personal. Oh, schön, Musik und Sound können wir auf jeden Fall noch einen einstellen. Der möchte nur eine Yucca-Palme haben, die haben wir schon. Der möchte ein Sofa. Den stellen, wo können wir den denn nochmal einstellen? Erstmal gucken hier. Eine Entwicklung, ja, ich denke, das wäre gar nicht schlecht. Entwicklung ist immer gut. Ja, du kriegst ein schönes, riesiges Sofa. Also ich meine, größer geht es ja auch nicht mehr, oder? So, herrlich. Einstellen, viel Spaß beim Arbeiten. Tu auch was für dein Geld. So, können wir hier was entwickeln? Futures erforschen können wir nicht. Sonstiges erforschen. 750.000. Ja, das lass uns machen, wenn wir das Spiel rausgebracht haben. Okay. Romedia hat unsere Engine erworben. Da kriegen wir dann vielleicht gleich Geld. Gut, die müssen auch erst das Spiel entwickeln, das Spiel rausbringen. Auch das dauert alles ein bisschen. So, hier, Grafikabteilung hat schon das erste fertig. Tonabteilung ist auch dabei, der macht seine Werbeanrufe. Wir können mal alles ein bisschen schneller schalten. Und das Geld geht ganz schön schnell flöten, man sieht das hier. Was ist das hier? Was sagt die Glocke aus hier? Achso, Tonstudio hat das erste fertig gemacht. Nein, ich möchte keine Tür setzen, danke. So, 22% haben wir schon. Das Geld geht weg hier wie warme Semmeln. Also das muss jetzt gleich wieder einschlagen, das Spiel. Das ist Fakt. Ja, da können wir nicht bei sein. Wir haben kein Spiel rausgebracht. Jetzt habe ich euch versprochen, dass wir mehr machen können. Und das Motion Capture Studio, das fehlt mir wirklich. Tüt, hier piepst es im Sekundentakt. Genauso schnell wie hier das Geld. Boah, wir zahlen bald 200.000 hier. An unseren Freunden, die bei uns arbeiten. Oh, der Musikmanager bringt uns 640.000. Das ist ganz schön wichtig. Was piepst denn da so fürchterlich hier? Das ist immer, wenn Geld flöten geht hier, oder was? Hm, ich weiß es nicht.
40% von Fußball Extrem 2 ist fertig. Also werden wir das in dieser Folge sicherlich noch zu Ende bringen. Gehe ich mal stark von aus. United 3D, neue Engine verfügbar. Boah, ich kann es mir leider nicht leisten. Ich würde es gerne machen, aber nein. Ich muss ja jetzt gleich schon wieder zur Bank hier. Eine Engine wäre schön. Eine gute Engine. Ja, ja, im Büro liegt überall Papiermüll rum. Ja, ist doch ein Mülleimer da für 10 Büros. Hallo, bitte. So, ich darf gleich mal wieder bitte, bitte bei der Bank machen. Und zwar spätestens jetzt. Alter Falter, ey. 14 Millionen minus, also 14 Millionen Schulden hier. Irgendwie müssen wir aber hier mal einen Durchbruch schaffen. Gut, die Engine könnte definitiv auch ein bisschen mehr verkauft werden. Die ist doch gut. $147. Na, pass mal auf hier, da können wir ja die beiden hier noch übersetzen. Die haben ja eh nichts zu tun zurzeit. Dass wir nicht gleich wieder 20 Jahre warten müssen. Nein, auch da sind wir nicht dabei. Fire of the World. Und so weiter und so fort. Danke. Setzen 6. So, die sind schon durch. Können die gar nichts mehr machen. Hier, Grafik verbessern. Hoch detaillierte 3D. Ne, die haben wir auch noch nicht. Aber die waren schnell, ne? 59% des Spieles erst fertig. Oh, Leute, ich bin doch gleich pleite. Ich kann doch nicht schon wieder zur Bank. 4 Millionen, glaube ich, kriege ich noch. Dann ist absolut Ende der Fahnenstange. Da hat doch wer angerufen hier. Was war denn das? Ach, der Support ist durch. Na komm, dann mach nochmal irgendwas hier. Was kannst du denn machen, was nicht teuer ist? Unterschriftenkarten. Ja, oh komm, 5000, das haben wir noch. Also haben wir nicht, aber kannst du was Sinnvolles machen und unsere Fans sind zufrieden und kaufen ganz, 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 ganz krass hier Fußball Extrem 2. Auch die Tonmenschen sind fertig. Und ich darf zur Bank. Weil wir werden gleich im Minus sein. Das sag ich doch. Oh. Mai, oh Mai, oh Mai. Das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen hier gerade. Was ist denn hier los mit der Maus? 72% erst. Mann, Mann, Mann. Nein, nicht dran. Oder? Wollen wir? Hm? Boah, nee. Mir ist das... Also, wir haben noch zu viele Prozente, die wir einfach machen müssen hier. Immer noch 26%. Ein Musikstück für das aktuelle Spiel ähnelt zu sehr einem Hit aus den Charts. Um eine Klage zu umgehen, wurde dieses Musikstück entfernt. Ja, leck mich doch, meine Herren. Ihr gönnt mir auch gar nichts, aber... Jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich hier oben mal drauf gucke, 3135 Punkte jetzt schon bei der Grafik, ja, schon ganz schön geil. Und ich muss zur Bank. Heidewitzka. Mann, 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 was geht denn da ab? Und immer noch hier knapp 16%. Nein, ich will nicht nochmal neu hier umziehen. Aber das könnte sich ausgehen. Ey, gleich müssen wir wirklich, das muss ein Renner werden. Sounds in 32 Bits könnte man ja erforschen, aber kostet auch nur wieder Geld. Können wir aber gleich machen. Wenn die Bugs abgearbeitet sind und wenn hier auch... Jo, guten Toilettengang. Wenn die Bugs abgearbeitet sind und wir das Spiel rausbringen können. Und das wird jetzt echt wirklich, wirklich ganz, ganz dringend. Nein... 2004 sind wir mit nichts dabei. Aber das sind Spielentwicklungen. Man merkt das, also das dauert jetzt schon wirklich 2 Jahre bald. Müsste man mal auf Dauer überlegen, ob man 2 Büros baut oder 2 Entwicklungsteams an jeweils einem Spiel arbeiten lässt. Und ich muss zur Bank. Ey. Jetzt ist gleich wirklich hier. 1,75 Millionen kann ich da noch aufnehmen und dann ist Schicht. Spiel ist fertig. Jo, 100% haben wir. Ah,
Och, wieder das Tennis. Naja, egal. Aber mach die Bugs mal weg. Und jetzt schnell. Ich habe 4 Leute eingestellt. Dann werdet ihr doch bescheuerte 50 Bugs jetzt in gefühlten 2 Minuten fertig kriegen. Das Einzige, was hier läuft, ist die Toilettenspülung im Dauereinsatz. 23, 20 Bugs. Los, Junge. Ich will nicht nochmal zur Bank. Minisoft Y-Box ist da. Yeah, cool. So. Ah, cool. Yeah, das Spiel ist fertig. Wir können die Entwicklung abschließen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Prozent wir kriegen. Mit wem haben wir denn eben gearbeitet? Wisst ihr das noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke mal gerade, ob mir dann wieder einfällt. Also eigentlich müssten wir jetzt irgendwas mit Sport hier haben. Ach, Nanko war das, genau. Nanko sind wir ganz gut mitgefahren. Wollen wir mal machen. Spiele, die das gleiche Genre haben. Es gibt noch ein Spiel. Aber das Thema, das gleiche hat keins. Oh, und da geht es doch schon relativ hoch. Aber ich befürchte bald, wir kriegen nicht dieses Ergebnis, was wir eben mal hatten. Wie viel kriegen wir? 76. Oh, das ist okay. Das ist wirklich okay, da bin ich auch ganz zufrieden mit. Grafik 91%, Sound 89, Steuerung 90. Verstehe ich zwar nicht ganz, warum wir nur 76% da kriegen. Aber wir wollen mal gucken, wie viel wir in der ersten Woche verkaufen. Und vielleicht sollten wir hier schon mal eben wieder welche hier rübersetzen. Einmal. Ah, der kann da nicht arbeiten. Ich sehe das schon. Jau, ist ja gut. Der kann. Wenn die beide nicht arbeiten, müssen die zusammen daher latschen. Kannst du damit arbeiten oder nein, du bist auch nicht dafür gemacht. Wo ist der andere Kollege, der eigentlich hierhin gehört? Achso, der hier. Guck, da. Kannst du auch nicht? Oder was bist du am Meckern? Gamescom 1,57 haben wir jetzt schon wieder auf dem Konto. Ja, machen wir mal. Fußball Extrem 2. So, dann 10.549 neue Fans. Schöne Sache. Ihr könnt euch hier an die Futures machen und die Grafik erstmal erforschen. Aber knapp 100.000 Spiele pro Woche, das ist doch ganz geil eigentlich. Aber wir dürfen auch auf keinen Fall vergessen, das Spiel hat extrem viel gekostet. Und das müssen wir auch erstmal reinholen. Vorher brauchen wir uns hier überhaupt keine Gedanken machen, ob das so weitergeht. Aber die Verkaufsstatistik wird Gott sei Dank immer noch besser. Und wir werden, und das kann ich euch versprechen, in der nächsten Woche schon im Plus sein. Dann haben wir ein Plus für das Spiel Fußball Extrem 2. Auch wenn es nur 75.000 zurzeit sind. Wollen wir Marketing machen? Jo. Und schon brechen die Verkaufszahlen ein. Marketing wäre vielleicht mal gar nicht so verkehrt. Ja, vielleicht machen wir wieder die Spielezeitschrift, weil so wahnsinnig viel Geld haben wir leider nicht. Dann müssen wir gucken, dass das alles im Rahmen bleibt. 3,44 Millionen und dann gehe ich jetzt mal zur Bank und sage, ich möchte mal so viel wie es geht erstmal zurückbezahlen. So, 190 bleibt mir auf dem Konto. Und da die Wochen zum Glück relativ schnell hier rumgehen, würden wir dann auch gutes Plus gleich wieder machen. Warum sind unsere Fans so unzufrieden? Wir machen doch grandiose Unterschriftenkarten, was auch immer das sein soll. Mit diesem Spiel haben wir bis jetzt 1,18 Millionen Riss gemacht. Aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie gefällt mir das nicht. Irgendwie machen wir noch was falsch. Und warum zum Teufel verkaufen wir überhaupt keine Engine mehr? Das gibt's doch nicht. Also das wäre ja ganz schön in den nächsten Folgen, wenn wir davon ein bisschen mehr verkaufen. Da gehen wir natürlich auch der Frage auf den Grund, warum das so ist, warum wir so wenig an Engine zurzeit verkaufen, obwohl wir doch eigentlich, ich glaube sogar mit die beste Engine hier haben. Was ist denn hier zurzeit die beste Engine? 38, wie viel hat denn unsere? Müsste ich jetzt lügen. Können wir uns aber angucken in der nächsten Folge hier bei Mad Games Tycoon. Für diese Folge soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann immer ihr dieses Video guckt.
Bis zum nächsten Mal bei Mad Games Tycoon. Ich bin der Greg und bin raus. Macht's gut. Tschüss.